Willkommen zu unserem Livestream zum Thema Wohnen mit dem Fokus auf junges Wohnen. Wir haben aufgrund von der ÖH-Plattform, die Wohnungsplattform, ermittelt, wie groß ein Durchschnittszimmer ist. Durchschnitts-WG-Zimmer in Innsbruck ist 16,44 Quadratmeter und dafür zahlt man 440 Euro. Und Livestream kann passieren. Und wir haben da quasi was aufgebaut, da haben wir das abgesteckt und wir sitzen jetzt gerade quasi in dem Durchschnittszimmer. Und Innsbruck ist einfach die teuerste Hauptstadt in ganz Österreich und gerade für junge Menschen, auch für Studierende, sind einfach die Mietpreise auch eine hohe Belastung. Im Juni 2016 hat der Gemeinderat mit ÖVP, FI, SPÖ-Männern und FPÖ die Wartefrist der Mietzinsbeihilfe eingeführt. Das heißt, viele Studierende mussten dort umziehen, weil einfach die Mietpreise nicht mehr tragbar waren. Und nicht nur Studierende waren davon betroffen, sondern auch Niedrigverdienende und junge Familien. Umso mehr freuen wir uns, dass der Georg und Uschi bei der Koalitionsverhandlung ein neues Mietzinsmodell ausgehandelt haben mit 30 Millionen zusätzlich mit der Mietzinsunterstützung ab dem ersten Meldetag. Ebenso, was uns sehr freut, konnte man 50 Millionen zusätzlich für studentisches Wohnen erzielen. Und mit studentisches Wohnen meint man aber nicht nur die herkömmlichen Studiheime, weil die haben selber mit vielen Studierenden gesprochen und viele Studis möchten einfach auch nicht in einer klassischen Studierenheim leben, sondern mehr in WGs. Darum muss man unter Wohnen neu denken. Einfach so WG-Konzepte erstellen, wobei das WG-Zimmer nachher mit einer Mietpreisobergrenze von 380 festgelegt werden soll. Wir sitzen gerade am Marktplatz. Ein Ziel bzw. ein Vorhaben auch von uns ist einfach die Umgestaltung zum Marktplatz bis hin zur Universität und bei der ehemaligen Landespolizeidirektion. Da möchte man einen Campus erschaffen mit studentischem Wohnen, das wirklich vom Marktplatz hin zur Josefinstraße bis zur Hauptuniversität alles neu quasi belebt wird. Eine Vision auch noch für uns ist, dass wir da Imbiss spielen mit einer stufenähnlichen Bauten, wie zum Beispiel das in Bregenz gibt, damit einfach der Imbiss besser integriert ist. Zurück zum Thema Wohnen. Unter dem Thema Wohnen neu denken kann man auch weitere alternative Wohnformen andenken, wie zum Beispiel das Haus im Leben. Im Haus im Leben wohnen verschiedene Generationen miteinander und das Haus im Leben ermöglicht auch individuelle Wohnmöglichkeiten, aber die Hausbewohner und Bewohnerinnen helfen sich gegenseitig. Also das heißt, wenn ich jetzt als junge Person dort wohne, dann hilf ich zum Beispiel meiner älteren Nachbarin bei zum Beispiel Einkäufen. Dafür kann ich aber relativ günstig wohnen. So, solche alternative Konzepte kann man einfach auch weiterdenken und weiter ausbauen. Genauso kann man kleinere Konzepte zum Beispiel umsetzen, nur um ein Beispiel nennen, Urban Gardening wäre zum Beispiel ein sehr spannendes Beispiel bei Neubauten, weil Urban Gardening einfach nicht nur der Hausbewohner und Bewohnerinnen nutzt, sondern auch der Natur. Es filtert Schadstoffe, die transpiratorische Kühlung wirkt, das heißt, es wird einfach die heiße, trockene Luft von der Stadt gefiltert und die Temperatur einfach geregelt und so weiter. Also genau solche Konzepte und weiteres sind für uns angedacht. Der Gerhard, unser jetziger Stadtrat, erklärt mir ganz kurz, warum Innsbruck im Endeffekt so teuer ist, was wir schon dagegen gemacht haben und was noch weitere Maßnahmen sind. Danke, Barbara. Aber zuerst möchte ich beim Stichwort Urban Gardening noch was dranhängen. Wir haben ja das wunderschöne Projekt in Skartl auf dem Kampan-Areal. Ja. Und es ist derzeit gerade in Prüfung und wahrscheinlich gelingt es, dass die nicht zur Gänze übersiedeln müssen, sondern dass die auf einem Teil der Fläche, die ja auch der zukünftige zentrale Grünfläche sein wird, vom neuen Stadtteil, dass sie dort bleiben, dass also die Menschen, die neu einziehen, schon ein funktionierendes Garteln vorfinden, wo sie sich gleich mit beteiligen und auch einander näher kommen können. Warum ist das Wohnen in Innsbruck so teuer? Innsbruck ist die am schnellsten wachsende Landeshauptstadt von Österreich.
Übrigens dank der Universität auch die Jüngste mit einem Durchschnittsalter von knapp über 40. Da bin ich ganz knapp drüber, aber soll sein. Wir werden in den nächsten 10 Jahren um ungefähr zwischen 10.000 und 15.000 zusätzliche Einwohner und Einwohnerinnen wachsen. Wir brauchen zusätzlichen Wohnraum in Innsbruck. Und was man vom Marktplatz auch gut sieht, vorn Berge, hinten Berge, links und rechts Gemeindegrenzen. Und wenn Innsbruck nicht jetzt sozusagen hinauswuchern will in diese wunderschöne Natur- und Kulturlandschaft, die wir rund um uns haben, dann müssen wir das Wohnen im jetzigen Bauland konzentrieren. Und es ist halt so, das treibt die Bodenpreise oder die Erwartungen der Grundeigentümer in die Höhe. In den letzten Tagen habe ich ein paar wilde Sachen gehört. Ein Grundstück in Hötting hat den Eigentümer gewechselt um, haltet euch fest, 3.000 Euro pro Quadratmeter. Und ein Wohnbaugrund in der Heilig-Geist-Straße, also Ecke Leopoldstraßen, Heilig-Geist-Straße, hinterm Casino, 5.300 Euro pro Quadratmeter. Das sind die Erwartungen, wo Grundeigentümer in Verkaufsverhandlungen eingehen. Es ist zwar viel von Spekulation die Rede, gell? Aber was auch mal gesagt werden muss, nicht die Wohnbauträger verdienen sich eine goldene Nase, sondern die Grundeigentümer. Die Wohnbauträger machen auch kein schlechtes Geschäft, die Privaten, aber die, die am meisten absahnen aus der Situation, sind immer noch die Grundeigentümer. Und da versucht die Stadtregierung mit dem Modell 50-30-20, und das müssen wir in der nächsten Periode aber beinhart durchziehen, gegenzusteuern. 50-30-20 heißt, wenn ich eine Wiesen habe, die 35 Euro pro Quadratmeter wert ist eigentlich vom Marktpreis her, weil sie Freiland ist, und ich kriege die umgewidmet in Bauland, dann steigt der Wert natürlich ziemlich ins Unermessliche. Und wenn wir aber sagen, wir machen die Widmung nur, wenn 50% geförderter Wohnbau dorthin kommt, wo es auch die anrechenbaren Grundkosten von knapp über 400 Euro pro Quadratmeter gibt. Also von 35 Euro auf 400 Euro pro Quadratmeter ist eine ordentliche Wertsteigerung. Aber eben nicht von 35 auf 3.500. Ja? Jetzt muss ich die ganz kurz unterbrechen, Gerd, weil mir gerade eine Frage kriegt, und zwar vom Jürgen. Jürgen, danke für deine Frage. Und zwar, hallo, ihr seid ja für die Bauverdichtung. Hier werden Kleinoasen und Erholungsräume zerstört. Ich denke, dass die Wohnraummöglichkeiten in Innsbruck ihren Zenit erreicht haben. Was ist eure Argumentation für die Bauverdichtung? Ganz klar, wenn wir den Naturraum rund um Innsbruck schützen wollen und erhalten wollen, und der macht Innsbruck ja aus, dass sie fast von jedem Punkt der Stadt fußläufig ins Grüne kommen, dass wir ein wunderschönes Naherholungsgebiet rund um die Stadt haben wollen. Wenn wir die Natur schützen wollen, dann müssen wir in der Stadt ein bisschen zusammenrücken. Und da kann ich auf zwei gute Beispiele verweisen. Die ehemaligen Südtiroler Siedlungen oder ein Teil, wir reden ja von 20% der gesamten Südtiroler Siedlungen, wo wir mit Abbruch und Neubau arbeiten. Die sind in die 40er Jahre am damaligen Stadtrand gebaut worden. Und zwar sehr ländlich gebaut worden. Das war damals mehr oder minder auf der Acker oder auf der Wiesen. Im Moment, jetzt, sind diese Südtiroler Siedlungen, zum Beispiel rund um die Gumpstraßen, 5 Minuten mit dem öffentlichen Verkehr vom Stadtzentrum, mit Bussen vor der Tür, die alle 5 Minuten bei der Haltestelle vor der Haustür wegfahren. Dort haben wir mit Nachverdichtung gearbeitet, und was dort passiert ist, ist Folgendes. Gumpstraße Ost, das Projekt vom Architekten Obermoser, Neue Heimat Tirol. Verdoppelung der Wohnnutzfläche bei gleichem Fußabdruck, bei gleichem Grundverbrauch. Das heißt, da draußen gibt es genauso viel Grünraum, wie vorher auch da war zwischen den Häusern, aber dadurch, dass man statt 2- oder 3-geschossig, 4- und 5-geschossig gebaut hat, Verdoppelung der Wohnnutzfläche.
was Ähnliches. Da ist ja auch die Rede von Verbetonieren, die Gründe rund um das Zeughaus. Natürlich, da entstehen nördlich vom Zeughaus entstehen neue Wohnungen, zur Hälfte geförderte Wohnungen von der Neuen Heimat Tirol, zur anderen Hälfte frei finanzierte von der ARE, das ist die Immobiliengesellschaft des Bundes. Aber südlich vom Zeughaus Richtung zum Inn hin, wo es jetzt total verhüttelt ist mit Garagen und Werkstätten zugebaut, dort entsteht ein großer neuer Stadtpark. Also wir haben in Zukunft anstatt der Verhüttelung rund um das Zeughaus als Museumsbau freigestellt, im Süden zum Inn hin einen großen Park und der Promenade und im Norden neue Wohnbauten. Und beim Wettbewerb für diese neuen Wohnbauten war das so, dass in den Planunterlagen die erhaltenswerten großen alten Bäume jeder einzelne eingetragen war und die Architekten zwischen diesen Bäumen planen mussten. Also keine Rede davon, dass wir rund ums Zeughaus betonieren, sondern es entstehen dort über 100 neue Wohnungen und ein neuer Stadtpark. Das Gleiche in der Andechsstraße war auch vorher ein Maisfeld unter Gstetten. Da baut die neue Heimat 50% geförderte Wohnungen, 50% frei finanzierte von der Raiffeisen Leasing. Und die Hälfte von dem Grund, den sie dort haben, geht an die Stadt gratis, dafür, dass wir dort auch einen neuen Stadtpark errichten. Also zwischen dem Dürerheim, dem Wohnheim Pradl und der neuen Wohnanlage an der Andechsstraße entsteht ein neuer Stadtteil. Das Gleiche in der Kampagne. Die Kampagne ist auch geplant worden um ein grünes Herz. Also der Mittelpunkt des neuen Stadtteils ist eine große grüne Fläche im Herzen dieses neuen Stadtteils. Und rundherum sind 4 Baufelder angeordnet, wo über 1000 neue Wohnungen entstehen werden. Natürlich, auf diesen Baufeldern, da bauen wir ordentlich dicht. Aber deswegen, weil mittendrin ein riesiger neuer Stadtteilpark ist. Und im Westen draußen, westlich der Technikerspange, wo wir ja auch eine Stadterweiterung planen, auch dort ist die Grünfläche am Lohbach das Herz dieses neuen Stadtteils. Auch dort haben wir einen neuen Stadtteil rund um eine neu zu schaffende grüne Erholungslandschaft herum gebaut. Also Jürgen, ich hoffe, deine Frage ist somit beantwortet. Ich denke, Verdichtung heißt nicht einfach nur, dass man ein Betonklotz noch im nächsten anbaut, weil ich glaube, da haben unsere Architekten und Architektinnen, wo wir in Innsbruck sehr, sehr gute haben, wirklich tolle Konzepte, wo es einfach in die Landschaft integriert und wo keine Erholungsräume so mitgeschaltet werden. Darf ich da ganz kurz noch einen Satz dazu sagen, Barbara? Und bei jedem Wettbewerb für eine neue Wohnanlage schreibt die Stadtplanung vor, dass die Landschaftsplanung, also die Planung des Freiraums rund um die Häuser und die Gestaltung des wohnungsnahen Grüns Bestandteil der Wettbewerbsaufgabe ist. Das ist nicht ein Platz, der ist halt übrig, weil wir dort nichts hinbaut haben und schauen wir mal, was dort wächst, sondern die Gestaltung wird gleich von vornherein mitgeplant. Der Rat der Stadtplanung an die teilnehmenden Architekturbüros ist ja sogar noch weitergehend. Tut's euch bitte bei euren Planungen mit Landschaftsarchitekten, Landschaftsarchitektinnen zusammen und tretet als Team an. Genau. Danke, Gerhard, für die ausführliche Beantwortung. Jetzt haben wir. Na, Fragen haben wir im Moment nicht. Vielleicht, dass du noch weitere Maßnahmen erklärst, Gerhard, wie wir die Preise in Innsbruck einfach senken wollen, wie zum Beispiel auch die Leerstandserhebung, wo wir jetzt vielleicht mit Land oder zusammen einfach realisieren können, weil einfach viele Wohnungen in Innsbruck leer stehen. Und ein Leerstand verursacht natürlich doch einfach auch, dass die Preise in die Höhe gehen. Abgesehen davon, dass der Leerstand jetzt nicht das allergrößte Problem ist, das wir in der Stadt haben,
weil der Wohnraumbedarf, den wir haben, die Wohnungen, die wir in den nächsten Jahren schaffen müssen, mindestens dreimal so viel sein wie die geschätzte Zahl leerstehender Wohnungen, wird man natürlich auch gegen den Leerstand was unternehmen müssen, weil es kann ja nicht sein, dass wir dringend Wohnungen brauchen und Wohnungen einfach als Kapitalanlage gehalten werden und leer stehen. Man sollte schon schauen, dass sie auf den Markt kommen. Da braucht es aber auch bundesgesetzliche Änderungen. Es ist halt so, dass im Moment zwar die Energieversorger ziemlich genau wissen, welche Wohnungen leer stehen. Eine Wohnung, wo ein halbes Jahr der Stromzähler nicht läuft und der Wasserzähler nicht läuft, davon kann man wohl mit Fug und Recht davon ausgehen, die steht leer. Das ist Leerstand. Das dürfen sie uns aber nicht sagen, weil das ist Datenschutz. Und das ist in meinen Augen Datenschutz am falschen Platz. Das ist kein schutzwürdiges persönliches Datum der Privatsphäre, dass ich der Besitzer einer Wohnung wäre, wo kein Mensch drinnen wohnt. Wenn man sich anschaut, was da sonst läuft in dem Überwachungsstaat, den die schwarz-blaue Regierung errichten will, mit Bundestrojaner auf jedem Computer, dann werden bitteschön die Energieversorgungsunternehmen wohl ihren kommunalen Eigentümern sagen können oder dürfen müssen, wo Wohnungen leer stehen. Das wissen wir, dafür braucht es bundesgesetzliche Änderungen. Aber wir wissen jetzt schon aus Globaldaten unserer Energieversorgungsunternehmen, wir haben etwa 3000 leerstehende Wohnungen in Innsbruck. Und da sollten wir, und es ist ja im Programm der Landesregierung enthalten, Maßnahmen andenken, wie zum Beispiel Abgaben auf leerstehende Wohnungen, mit denen wir die Leute motivieren können, Wohnungen nicht nur als Kapitalanlage zu halten, sondern auch zu verwenden, sprich zu vermieten. Danke, Gerd. Wenn jetzt eine weitere Frage, und zwar, was sagt ihr dazu, dass Rudi Federspiel den sozialen Wohnbau in Innsbruck stoppen möchte? Also unter dem Slogan, eure Armut kotzt uns an, wie sehen wir das? Wenn eine Partei, die sich soziale Heimatpartei schimpft, den geförderten Wohnbau an sozialen Wohnungen abschaffen will, dann brauche ich das eigentlich nicht kommentieren. Damit haben sie sich selber ins Knie geschossen. Aber man sieht auch an dem Beispiel wieder, hinter ein bisschen sozialem Gerede steckt die ganz brutale Fratze des neoliberalen Kapitalismus. Das ist Rudi. Ja, da kann man nicht wirklich viel auf das sagen, weil das an und für sich schon so ein Wahnsinn ist, gell? Gut, weitere Fragen haben wir im Moment nicht. Möchtest du noch zur Spekulation vor Wohnbauten das Gleiche? Ja, waren wir vor einiger Zeit beim Punkt 50, 30, 20 im Regierungsprogramm, also bei Umwidmungen, die gibt es nur, wenn mindestens 50% Anteil geförderter Wohnungen auf der umzuwidmenden Liegenschaft möglich ist. Und das ist natürlich eine klare Botschaft auch an die Bauträger. Fantasiepreise können wir für Grundstücke nicht mehr zahlen. Wenn ich dort 50% Wohnungen habe, wo der Grundanteil an den Errichtungskosten nicht höher ist als 400 Euro pro Quadratmeter, dann kann ich in Zukunft für Freiland keine Fantasiepreise mehr zahlen. Nur damit ich die Zahl auch noch unterbringe, in Orzl-Ost, das ist derzeit noch Freiland, Ackerland, dann haben mir Bauträger selber erzählt, wollten ihnen die Eigentümer Freilandgrundstücke um 850 Euro pro Quadratmeter verscherbeln. Das war ein intelligenter Bauträger, glücklicherweise. Der hat gefragt, hast du noch alle Tassen im Schrank? Und damit war es das Ende dieser Grundstücksverkaufsverhandlungen. Und
je mehr es sich in der Branche festsetzt, also es wird nicht umgewidmet, ohne dass 50% Anteil an geförderten Wohnraum dabei ist, je mehr Bauträger das sozusagen geschnallt haben, desto eher werden sich überzogene Grundpreiserwartungen senken lassen. Und wir werden das Modell auch ausbauen. Das ist im Stadtentwicklungsausschuss gerade in Diskussion. Richtlinien allgemein für den Umgang mit dem sogenannten Planungsmehrwert. Wenn ich mit einem Projekt, auch mit einem Architekturwettbewerb, also mit hoher Qualität, einen Wertzuwachs durch mehr Baumasse gegenüber dem bestehenden Bebauungsplan, also dort, wo es schon Bauland ist, wo ein Bebauungsplan drauf ist, wo aber es einen neuen Bebauungsplan braucht, um mehr Wohnraum auf der Fläche zuzulassen, dort werden wir auch in Zukunft einen Anteil an geförderten Wohnern oder aber auch anderen Mehrwert zugunsten der Öffentlichkeit. Das kann eine Grünanlage sein, das kann eine Kinderbetreuungseinrichtung sein. Da sind der Fantasie keine Grenzen gesetzt. Aber jedenfalls, jede Art von Planungsmaßnahme oder planerischer Verordnung, und der Bebauungsplan ist eine Verordnung des Gemeinderats, die eine Wertsteigerung für den Grundeigentümer bringt, da wollen wir einen Anteil für das öffentliche Interesse. Wie gesagt, das wird in der nächsten Legislaturperiode mit aller Tiefe und Härte durchzuführen sein. Und das wird grundpreisdämpfend sich einfach auswirken, weil jeder Bauträger, der weiß, und zwar im Vorhinein, weil das Richtlinien sind, die veröffentlicht sein, auf der Homepage der Stadt und für jeden nachzulesen. Jeder Bauträger, der das weiß, würde ja verantwortungslos handeln, wenn er weiterhin für Freiland 800 oder 1000 Euro zahlt oder für ein Grundstück, auch wenn es Bauland ist, mitten in der Stadt 5300 Euro. Ich glaube, wir haben so gut wie alles erklärt. Du, es kommen jetzt noch weitere Fragen, aber ich denke, im Moment schaut es nicht so aus. Mir hätte noch was einfallen. Gern, wir waren ja, bevor wir angefangen haben, am Kampanreiter-Areal zu planen, haben wir uns in der Schweiz, in Zürich, genossenschaftlichen Wohnbau angeschaut. Und haben uns, da haben, apropos neue Wohnformen, haben wir ganz tolle Beispiele gesehen, die auch bei uns sozusagen in den sozialen Wohnbau schon langsam einsickern sollten. Wir haben ja auch das Problem, dass wir nicht nur wachsenden Bedarf an Wohnfläche überhaupt haben, sondern dass der Flächenverbrauch pro Nase gewaltig gestiegen ist. Niemand von uns will zurück in die Gründerzeit mit engen Wohnungen und so weiter, aber dass wir im Moment pro Nase über 40 Quadratmeter Wohnraum verbrauchen. Also jeder Student in einer 60 Quadratmeter Wohnung wird jetzt schreien. Aber der Durchschnitt ist trotzdem 40 Euro pro Wohnfläche pro Nase, Tendenz steigend. Und das kann es ja bitte nicht sein. Irgendwann ist Ende der Fahnenstange. Das ist nicht mehr Wohlstand, das ist Aberwitz. Und was wir zum Beispiel in der Schweiz gesehen haben, sind genossenschaftliche Wohnanlagen, wo es Gästezimmer gibt. Das heißt, ich brauche nicht für die Erbtante, die zweimal im Jahr auf Besuch kommt, in meiner Wohnung einen zusätzlichen Raum, sondern ich brauche in meiner Wohnung den Raum, den ich für mich, für meine Familie brauche. Ich kann aber in der Wohnanlage jederzeit einen dieser Gemeinschaftsräume mieten, eben wenn die Tante, Oma, Schwiegermutter, wer immer zu Besuch kommt. Es gibt dort Gemeinschaftsküchen. Nicht, dass es dann in der eigenen Wohnung keine Kochmöglichkeit gibt, aber wenn ich für eine Geburtstagsfeier für 15 Leute koche, dann gehen wir in die Gemeinschaftsküche und ins gemeinschaftliche Wohnzimmer. Und das heißt, ich habe dort alles an Komfort, was ich mir nur vorstellen kann. Das geht so weit, dass wir haben da eine genossenschaftliche Wohnanlage gesehen,
wo diese Gemeinschaftszimmer sozusagen fast wie ein Hotel organisiert sind, das dort, wenn es die Mieter selber nicht brauchen, übrigens auch an Touristen, Touristinnen vermietet wird. Durch diese zusätzlichen Einnahmen schafft man dort eine Stelle für eine Rezeption und an dieser Rezeption zum Beispiel durch die Post oder die privaten Postzusteller die Pakete für die Bewohner abliefern. Das heißt, ich muss nimmer mit dem berühmten gelben Zettel dann eine halbe Stunde durch die Stadt schurchen, um ein Paket abzuholen, das mir geliefert worden ist. Ich kriege das dort an der Rezeption. Und was das Schöne ist, nachdem alle ungefähr zur gleichen Zeit von der Arbeit heimkommen, treffen sie sich an der Rezeption und haben gleich auch noch Kommunikation unter den Mietern. Das heißt, ich habe einen Haufen Komfort, aber weniger verbrauchte Wohnfläche pro Nase. Ich habe alles, was ich brauche, aber ich brauche nicht über 40 Quadratmeter Wohnfläche pro Kopf. Und das tut einerseits den Druck senken auf die Grundfläche, die halt beschränkt ist, und senkt andererseits auch wieder die Wohnkosten. Und solche alternativen Modelle, die gibt's im privaten Wohnbau schon lang, in der Schweiz im genossenschaftlichen Wohnbau, in München zum Beispiel bei privaten Baugruppen, Bauherrenmodellen. Das muss schön langsam auch in den geförderten sozialen Wohnbau einsickern. Ich sag nur eins, die neue Heimat ist mittlerweile Europameister im Passivhauswohnbau. Das haben sie gelernt. Ein paar soziale Innovationen dazulernen kann auch nicht schaden. Ja, Haus im Leben geht in die Richtung, oder? Mit der Ferienwohnung, wo sie wirklich haben, wenn jetzt Besuch kommt und so weiter. Ja. Gut, ich denke mir mehr oder weniger jetzt alles beantwortet. Zum Schluss, ja, wir haben plakatiert, Wohnen ist Grundrecht und das ist ja so, Wohnen ist ja Grundrecht und kein Luxus. Und da Innsbruck einfach wirklich die teuerste Landeshauptstadt ist, ist natürlich, dass die hat unsere höchste Priorität einfach, dass wir schauen, dass Wohnen günstiger wird. Weil da müssen wir ansetzen, da werden wir ansetzen und Sie können sich gerne zu Hause auch noch unser Wohnprogramm genauer anschauen und wir bleiben dran. Und ihr könnt alle was tun für billigeres Wohnen, nämlich am Sonntag die Grünen und Georg Willi wählen. Dankeschön.